Guten Abend und herzlich willkommen zu einer Sondersendung. Heute mal für alle Haie-Fans. Seid ihr alle da, Haie-Fans? Wir hören nichts. Lauter! Seid ihr da? Jetzt haben sie gehört. Ist ja auch nur ein Problem. Genau. Wir gratulieren. Und zwar eben Mirko Lühmann. Der hat nämlich nach über 23 Jahren bei den Kölner Haien seine Karriere mit über 1200 Spielen in der höchstdeutschen Spielklasse als Rekordhalter beendet. Das muss man sich vorstellen, ein einziger Verein im Profigeschäft. Da können sich sicher einige Sportler heutzutage eine Scheibe abschneiden, oder? Das kann man so nur unterstreichen, Günther. Und er hat ja wirklich einmaliges geleistet. Alle Spiele in der höchstdeutschen Spielklasse bestritt er beim KEC unglaubliche 23 Jahre lang. 1995 und 2002 wurde er deutscher Meister. Genau, 1999 hat er mit den Haien den Spengler Cup gewonnen. Und er war einige Jahre Kapitän der Mannschaft und außerdem nahm er auch noch an drei Olympischen Spiele teil. Ja, da ist echt kein Wunder, dass seine Rufe Nummer 12 nicht mehr vergeben wird. Ja, Mirko, wir gratulieren zu dieser außerordentlichen Leistung. Du hast die Haie über zwei Jahrzehnte geprägt. Und du wirst in die Geschichte des Vereins eingehen. Ist er schon zu zweit? Ist er schon? Wir sind die ersten Gratulanten, aber ich würde sagen, schauen wir mal an, wie viele andere Köln wir der Grüße hinterlassen können. Viel Spaß und alles Gute, Lüde. Feiert schön! Ja.